Hey Leute, willkommen zu einer kleinen Folge von 60 Seconds. Es wurde gewünscht, dass ich dieses Spiel nochmal bringe, quasi eine Neuauflage von 60 Seconds. Denn ich habe schon mal ein paar Videos zu 60 Seconds gemacht, rechts oben beim i, die Playlist zu 60 Seconds. Und jetzt würde ich sagen, drücken wir auf Neues Spiel und auf Klassisch. Let's go! So Leute, ich habe das Spiel lang nicht mehr gespielt, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, ich habe gerade Angst vor einer Apokalypse und muss jetzt meine Familie plus was auch immer alles in meinen Bunker gleich schmeißen und dann da versuchen, so lange wie möglich zu überleben. Mal gucken, wie das jetzt läuft. Aber wie gesagt, ich habe es lange nicht mehr gespielt. Ich bleibe hier direkt mal bei meiner Frau. Da hinten sehe ich schon meinen Sohn. Oh nein, jetzt habe ich den Koffer genommen anstatt meine Frau. Aber das ist kein Problem. Kriegen wir noch alles hin. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich so viel wie möglich da reinbekommen in den Bunker. Erstmal meine ganze Familie, meine fette Tochter und nichts gegen Fette, aber meine fette Tochter, meine Frau und mein Sohn. Und dann natürlich Essen und Radio und was auch immer. So, dich da erstmal mit rein. So, hier gibt es zu essen und zu trinken. Nimm mal mit. Komm, zack, zack, zack. Wir haben natürlich 60 Sekunden, das heißt, das Spiel heißt ja 60 Seconds. Wir haben hier 60 Sekunden Zeit, die Sachen in diesen Bunker rein zu böllern. Und viel bleibt mir davon jetzt nicht mehr übrig. Die Waffe wäre noch ganz nice. Die Waffe kriegen wir noch. Was kriegen wir noch? Was zu trinken? Die Karte, keine Ahnung. Zack, und jetzt habe ich eigentlich gar keine Zeit mehr. Ne, habe ich nicht. Okay, in den Bunker rein. Let's go. Tag 1. So, wir haben die Karte, das Radio, ein bisschen was zu essen und so. Also wir haben schon relativ viel hier unten jetzt. Ist eigentlich ganz gut gelaufen. Jetzt werden hier mehr Geschichten erzählt. Hier unten im Bunker waren noch ein Kartenspiel, das Radio und eine Suppe. Waren noch hier unten drin. Und im Koffer war noch dieses Dings da und ein Schloss. Also gut, dass wir einen Koffer mitgenommen haben. Hier stehen jetzt immer ganz, ganz viele Sachen. Das ist aber eigentlich unwichtig, zumindest fast alles unwichtig. Und ja, Tag 2. Wir müssen jetzt schauen, dass wir so lange wie möglich überleben. Am Anfang geht es uns natürlich noch gut, dann immer beschissener. Und ja, mal gucken. So, wir können eine Expedition für morgen vorbereiten. Das machen wir doch direkt mal. Es ist echt seltsam, wenn man das Gefühl hat, beobachtet zu werden. Unser Bunker ist winzig, aber das Problem ist ja nichts Neues. Wir haben alle Schränke überprüft. Da versteckt sich niemand. Lebt hier unten doch noch etwas anders als wir? Vielleicht irgendein Nager? Wenn ja, müssen wir ihm zeigen, wer in unserem Paradies die dominante Spezies ist. Sollen wir den mit der Kanone hier erschießen oder nicht? Ja, ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Tag 3. Okay, die Waffe ist noch da. Das kann immer sein, dass das dann kaputt geht oder die Karte kaputt und das Radio und was auch immer. Das wäre dann nicht geil. Was es auch war, nun ist es tot. Ziemlich tot. Es war bestimmt irgendeine Ratte oder irgendwas, gehe ich mal davon aus. So, wer soll mitgenommen werden auf die Expedition? Also wer geht? Ich würde einfach mal... Ja, traut sich der Vater? Der Vater soll... Die Mutter soll auf die Kinder aufpassen, also der Vater geht raus. Was nimmt er mit? Die Landkarte, würde ich sagen. Also soll man mit der Landkarte rausgehen. Mal gucken, was er findet. Tag 4. Der Vater ist weg. Und wir sind immer noch hier. Tag 5. Und den anderen geht es auch so lala. Also sie brauchen alle ein bisschen Wasser. Das kriegt ihr natürlich, alle ein bisschen Wasser. Mit dem Essen warten wir noch. Tag 6. Zu allen geht es ganz gut, das passt perfekt. Laut dem Radio will das Militär Versorgungsgüter aus der Luft abwerfen. Wird auch Zeit. Bei den ganzen gezahlten Steuern sollte ja wohl ein oder zwei Kisten für uns drin sein. Oder? Sollen wir losziehen und sie uns holen? Na sicher doch, mit der Maske und raus. Tag 7. So, die Maske ist kaputt gegangen, das ist irgendwie nicht geil, aber wir haben plus 2 Wasser und plus 2 Suppen von dieser Kiste bekommen. Und deswegen gebe ich jetzt allen mal ein bisschen was zu essen. Zack, zack und zack. Bitteschön, viel Spaß. Dürfen sie Radio hören? Ja, mach mal. Tag 8. Na, alles fit? Ted ist bereits viel zu lange draußen und noch immer nicht zurück. Wir fürchten, dass er nicht mehr wiederkommt. Das wäre kacke. Aber ich habe Vertrauen in ihn. Und ja, ich würde sagen, sie wollen ein bisschen Wasser.
Einen Tag könnt ihr euch noch gedulden. Aber es geht wieder auf eine neue Expedition. Dann schicken wir eben die Mutter los. Tag 9. Okay, jetzt kriegt ihr wieder alle ein bisschen was zu trinken. Und dann passt die Sache. Ted ist, glaube ich, echt irgendwie draufgegangen. Es geht die Mutter nach draußen. Und was nimmt sie denn mit? Gar nichts. Einfach gar nichts. Tschüss. Tag 10. Tag 11. Sie sind zwar alleine, aber sie brauchen auch nichts. Also perfekt. Tag 12. Es wäre ganz nice, wenn hier einer der Erwachsenen jetzt mal wieder kommt. Und wir langsam ein bisschen mehr Wasser bekommen. Ich gebe jetzt beiden was zu essen und zu trinken. Aber essen haben wir viel mehr als trinken. Also das könnte kritisch werden. Tag 13. Der Konstrukteur dieses Atombunkers war ein Genie. Aber wir sind nicht sicher, ob das aus dem Rohr tropfende Grünzeug auch zum Lieferumfang gehört. Wir sollten wohl versuchen, dieses Problem mit der von uns mitgenommenen Ausrüstung zu beheben. Nimm das Ding und stopf es da rein. Tag 14. Haha, Problem gelöst. Kein Leck, keine Sauerei. Zurück zu unserem sauberen kleinen Bunker. Den beiden Kindern geht's gut. Ihr könnt ein bisschen Radio hören und viel Spaß. Tag 15. Die Mutter ist zurück und sie bringt eine Karte, aber der Vater ist mit der Karte weg. Sie bringt 4 Suppen mit und eine Karte. Leider, wie gesagt, der Vater ist anscheinend mit der Karte gestorben. Und dann hat sie hier noch so ein Insektenspray mitgebracht. Leider sind 4 Suppen nicht so geil wie irgendwie Wasser, aber naja, sie kriegt auf jeden Fall mal Wasser und was zu essen und naja, mal gucken. Wir hätten nicht erwartet, so kurz nach dem Einschlag der Atombombe einen Anruf zu bekommen. Aber jetzt sitzen wir hier und hören da draußen unverkennbar ein Telefon klingeln. Das muss die Telefonzeile auf der anderen Straßenseite sein. Soll einer von uns rangehen? Ja, die Tochter, tschüss. Tag 16. Sie lebt noch. So, und jetzt kriegen alle nochmal von allem etwas. Und wir planen natürlich eine Expedition. Wir stießen auf die Überreste einer Barackenstadt von Räubern. Jemand oder etwas hatte sich übel zugerichtet. In dem Schutt sahen wir einen Kater, der inmitten von Blut und Körperteilen saß und sich ganz ruhig die Pfoten leckte. Und wir gingen zurück in den Bunker und er folgte uns mit einigem Abstand. Wir hören jetzt, wie er an der Falltür kratzt. Sollen wir ihn hereinlassen? Ja, bitte. Tag 17. Wir haben einen Kater. Ach Leute, was ist das denn? Weißt du, wir haben hier einfach voll die Probleme und haben einfach einen Kater jetzt. WTF. Die will die ganze Zeit was zu essen von ihrem blöden Reisedings da. Will die ganze Zeit jetzt was essen. Aber ich meine, Essen haben wir genug, also bitteschön. So, wer geht nach draußen? Er hier, weil er wirkt irgendwie klug, keine Ahnung. Er kriegt die Karte und bis bald, hoffentlich. Tag 18. Jetzt hockt der Kater da oben. Alter, WTF. So, dann hört man ein bisschen Radio, vielleicht kann uns jemand retten. Tag 19. WTF sind das für Geräusche, alter Manor. Großartige Neuigkeiten. Die Regierung hat über Radio gesendet, dass sie in unserer Gegend bald die Überlebenden evakuieren. Der Sprecher hat alle Zuhörer aufgefordert, noch etwas auszuhalten und ein paar Tage auf weitere Informationen zu warten. Bald sind wir hier weg. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Beide kriegen noch mal was zu trinken. Auch wenn das jetzt langsam knapp wird. Aber was soll's. Vielleicht werden wir bald gerettet. Das wäre mega, mega nice. Tag 20. 20 Tage haben wir bereits überleben können. Werden wir nun endlich gerettet oder müssen wir sterben? Das sehen wir in der nächsten Folge. Schaltet auf jeden Fall in 2 Tagen wieder rein. Da kommt die nächste Folge online. Lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.